Das sind wir wieder in Mario Kart 7 Grand Prix Time. Heute mit DK. Und was haben wir da Neues? Den Gleitschirm. Habe ich lange Zeit eingesetzt, muss ich sagen. Jedes hat so seine persönliche Note. Was fahren wir da jetzt aber? Nehmen wir bei ihm mal nehmen wir bei ihm mal den Bananen-Buggy mit den Standardreifen und das da. Jeder Charakter steuert sich natürlich individuell anders. Und dann natürlich mit den unterschiedlichen Cards hört sich das dann ganz anders. Ich muss aber sagen, ich dachte, die Auswahl am Anfang wäre größer, als sie es letztendlich ist. Aber gut, so können wir dann mehr unterschiedliche Kombinationen ausprobieren. Das ist der Koopa-Strand aus Super Mario 64. Und wie ich finde, auch eine der besten Strecken aus Mario Kart 64. Ich habe gerade Super Mario Kart 64 gesagt, das stimmt natürlich nicht. Mario Kart 64 ist das Game nur. Finde ich auf jeden Fall, ist eines der besten Strecken hier. Ich habe am Anfang übrigens versucht, hier DK zu fahren in Mario Kart. Sie muss dann aber merken, dass er verdammt schlecht ist. Also kein Hate-DK, ne, aber es ist leider wirklich so, dass in Mario Kart leider wirklich ein Opfer ist. Funky war ja hingegen richtig gut in Mario Kart Wii, aber Donkey Kong leider nicht so. Ihr seht hier, kommt diese neue Fähigkeit, im Wasser schwimmen zu können, zum Ausdruck. Die kommt häufiger vor als das Fliegen, also das Fliegen findet sich da schon in Retro-Strecken, aber nicht ganz so häufig wie die Möglichkeit zu schwimmen. Das ist aber auch klar, weil es bietet sich einfach für viel mehr Strecken an. So, hier hat man richtig schön viele Münzen, die bei Grundtempo schön erhöhen werden. Das nehmen wir natürlich mit, wenn das Meer schon mal so günstig steht, dass wir da nicht irgendwie auflaufen. Aber ja, die Musik hier ist richtig chillig. Ich habe mal kurz die Klappe. Das ist schlecht. Findet ihr nicht auch? Also ich finde die Musik hier richtig chillig. Auch ein Grund, warum ich diese Strecke aus Mario Kart 64 total mag. Hat aber auch ein paar wirklich gute Strecken. Muss man wirklich festhalten. Also was das angeht, ich finde zwar Mario Kart 64 hat einige Fehler. Vor allem in der Steuerung war das Spiel wirklich noch schwach. Das Item Balancing war auch etwas crazy. Aber wenn man davon absieht, die Strecken, die hatten schon echt ihren Charme. Muss ich sagen. Das gehört auf jeden Fall zu den besten. Die Regenbogenstrecke war eigentlich auch ganz nett. Das Problem war, das hätte von der Zeit her eine Etappenstrecke sein können, weil die war einfach nur ultra lang und es ist eigentlich fast nichts passiert in dieser Zeit, was etwas schade war. Oh Mist, jetzt habe ich das nicht richtig getroffen. Also den Moment zum Stunten. So wie es hat hier gesagt, Stunten, naja. Vielleicht eher nicht so, weil ich glaube, das war gerade eine Konversion, die ich von einem Lehnwort erstellt habe. Ja, jetzt kommt der Pilz. Wir kommen jetzt etwas zu spät, weil den hätten wir brauchen können, um eine Abkürzung in diesem Level zu zeigen. Wobei, ich nicht weiß, ganz ehrlich, ob DK das überhaupt geschafft hätte mit seinem hohen Gewicht. Aber mit Pilz sollte es eigentlich nicht gehen. Ist jetzt halt schade, weil das hätte man wirklich gut ausprobieren können. Aber gut, Bananen-Cup. SNES Marios Piste 2. Also ihr seht, Marios Piste kam verdammt oft vor. Vor allem auf dem SNES war halt nicht alles Marios Piste. Und das ist so, so die Standardstrecke. So sahen relativ viele Strecken in Super Mario Kart aus. Es gab ja immer 5 Strecken pro Cup. Damals gab es genauso wie jetzt Pilz, Blume, Stern und Spezial. Keine Retro-Cups natürlich, weil es gab noch keine Retro-Strecken. Die gibt es ja auch erst seit Mario Kart 64. Und diese Strecke, die man hier sieht, das waren meistens immer die erste und die fünfte in einem Cup. Also normalerweise war die erste Strecke. Oft auch noch mit Wasser zum Beispiel. So, hier ist übrigens dieser gelbe Streifen. Das sollte man mitnehmen, weil da kann man den Speed bekommen, wenn man hier boostet.
sollte ich euch noch sagen? Jetzt muss ich kurz überlegen. Also gut, sagen wir es so, die erste Strecke sah meistens auch etwas anders aus, als die hier jetzt, aber... Oh nein, eine rote mit, die kann ich... Nee. Da vielleicht kann ich das irgendwie an die Wand lenken, aber die Wand ist leider zu weit weg und... Ich sollte damit nicht gerade in den Sand rumdüsen, das wäre vielleicht nicht so clever. Die Banane behalte ich aber mal vorsichtshalber. Weil ich habe das schon wieder diese rote gesehen. Ah, ich habe sie nicht ganz erwischt. Die gelbe Linie diesmal muss. Man muss aber auch aufpassen, sag ich gleich dazu. Wenn man sie nämlich übertritt, dann landet man im Aus. Also da weiter links, da ist das Aus. Dann wird Lucky Two einen irgendwo hintragen. Deswegen sollte man da wirklich Acht geben. Was man da macht. So. Hey, das ist aber lustig. Also hier zum Beispiel so eine Strecke, wo das Fliegen dann zum Einsatz kam. Obwohl das im ursprünglichen Spiel nicht war. Das wurde eben gemacht, um diesen alten Strecken noch so ein bisschen mehr, Style zu geben, sag ich mal. Um sie noch etwas spannender zu machen, anstatt nur im Kreis zu fahren. Das haben sie auch gut gemacht, finde ich, weil man muss natürlich etwas machen. Ja, das ist, waren vom zeitlichen Aufwand her 5 Runden. Im Super Nintendo 500 Mal hat man da gefunden, das einmal abzuschließen und jede Runde hat so 30 bis 40 Sekunden gedauert. Wenn man Skill hatte, wenn man keinen Skill hatte, bis zu 10 Minuten, wenn man da nicht vorwärts kam. Aber gut, das ist was anderes. Okay, wir haben hier wieder eine Wii-Strecke. Also erneut Nintendo 64, dann alte Retro-Strecke, SNES oder GBA, also hat so eine ältere, noch nicht so ausgebaute Strecke und dann Wii. Und standardgemäß müsste ja dann das letzte der Mario Kart DS-Strecke sein. Ist es glaube ich auch sogar, aber ich weiß es gerade gar nicht genau, wenn ich ehrlich bin. So, hier gibt es ganz viele unterschiedliche Wege. Ich zeige jetzt erstmal den hier. Ist so eine Art Einkaufsstraße sein. Mario Kart Wii hat sowieso viel mit öffentlichen Plätzen gearbeitet bei ihrem Level-Design. Auf jeden Fall ist es eine nette Strecke. Was war jetzt nicht meine Lieblingsstrecke, vor allem wegen der Stelle am Ende. Da hatte ich schon so manches Frusterlebnis bei den Autos, die dann kommen werden. Dann werde ich gleich sehen, was ich meine. Aber ansonsten ist die Idee auf jeden Fall nett, in so einer Einkaufspassade zu fahren. Ich könnte mir... Also wäre das jetzt nicht hier schon remixed, ja klar. Reloaded worden, hätte ich mir vorstellen können, dass das auch eine Strecke von Mario Kart 8 gewesen wäre. So vom Grundprinzip hier erinnert mich das ein bisschen an die Strecken, die man schon gesehen hat. Zum Beispiel diesen Hafen aus Super Mario Sunshine. Erinnert euch wahrscheinlich alle, der schon angekündigt wurde. Daran erinnert mich das Ganze hier ein bisschen. Jetzt haben wir durch die Mitte. Ich hoffe, das nächste Mal denke ich dran, nach links zu fahren. Damit ihr das auf jeden Fall auch sehen könnt. So, und ihr merkt schon, man kann Stunts auch auf den Treppen ausführen. Man muss halt wirklich zur richtigen Zeit drücken, also viel Spielraum hat man da nicht. Oh nee. Oh, hättest du mich über eine Banane rammen können? Also nicht die... Oh Gott, das... Nicht falsch verstehen, Leute, gell? Bitte tut mir den Gefallen. Weil das hat sich halt komisch angehört. Na egal. Man hat ja hier Bananenschalen, also... Was soll man da schon zweideutig denken, richtig? Wieder der es tut, obwohl ich es nicht gesagt habe, ist pervers. So sieht's nämlich aus. So, diese Autos meine ich. Im 50 CCM ist das noch relativ human, weil die Autos sich natürlich langsam fortbewegen. Aber dann später, wenn das Spiel schneller wird, oh nein, so ein Dreckstarri, dann ist das Ganze schon wesentlich schlimmer. So, vielleicht kann ich irgendwie... Mist, ich dachte, vielleicht könnte ich den irgendwie die Wand küssen lassen, aber nee. Man versucht natürlich immer wieder, diesen Biestern auszuweichen, aber... Es ist und bleibt ein ewiger Kampf. So kann man das vielleicht nicht verstehen lassen. So, Stand. Autsch. Nein, jetzt... Oh, jetzt dümpel ich da rum und krieg doch nicht mehr das Item, aber... Ich weiß nicht, wie ich mich verzweifelt ausgestreckt habe, um es doch zu bekommen. Das sah gerade lustig aus. So, um die Kurve. Bam. Und dann... Tschack. Wow. So, den da mitnehmen.
Ja, also im 15. Sim ist es wirklich kein Problem, den auszuweichen. Weil man, wie gesagt, relativ gut sieht, wo die hinfallen, weil sie langsamer sind. Das wird sowieso alles bei 150 DCM nochmal um einiges schwieriger. Aber der Spiegelmodus finde ich in dem Spiel gar nicht mal so schlimm war. Also, für die alten Mario Karts nicht kennen, der Spiegelmodus ist nochmal ein Modus, der nach 150 DCM freigeschaltet wird. Also, es ist tatsächlich noch eine DS-Strecke, wie ihr seht. Der wird dann am Ende noch freigeschaltet und es ist möglich, dann alle Strecken nochmal in 150 CCM Geschwindigkeit rückwärts zu fahren. Aber die 150 CCM ist wirklich das Maximum. Es gibt nämlich, wenn man Mario Kart Wii setzt, auf dem Emulator spielt, einen Bug, dass eine Strecke viel zu schnell fährt. Das ist, hier muss man übrigens nach unten drücken, um Speed aufzunehmen. Das ist Donkey Kongs Dschungel. Und da ist das wirklich so schnell, das ist absolut unfahrbar. Also, das sind dann 300 CCM, glaube ich. Das ist auf jeden Fall wegen dem Bug doppelt so schnell. Und da könnt ihr dann merken, dass es... Deswegen auf jeden Fall an alle die Empfehlung... Die ernst gemeinte Empfehlung, sich die Spiele zu kaufen und nicht sie einfach auf dem Emulator zu spielen, ist sowieso nicht so cool. Meine, als Let's Play natürlich, ja, ist es besser, wenn ich das mache, aber so ziemlich auch die ganzen alten Spiele habe ich mir alle gekauft. Also zum Beispiel auf meiner Nintendo 3DS Virtual Console habe ich Super Mario Land 1. Ja, wie sollte ich sehen, wo diese Scheißdreckskugel ist? Wie soll ich das sehen? Wie? Ja, auf jeden Fall, da hatte ich Super Mario Land 1, 2, 3, Metroid 1, 2, The Legend of Zelda 1 und 2, A Link to the Past, Super Mario Brothers, Super Brothers 3, die habe ich mir auf jeden Fall alle geholt, weil ich finde, das gehört einfach zum Fair-Sein dazu. Finde ich auch. Bei Nintendo gibt es so viel Arbeit mit den Spielen. Da kann man auch diesen Dienst in Anspruch nehmen. Natürlich kann ich die Leute verstehen, die sagen, ja, warum bieten sie es dann nicht mal in HD an? Diesen Einwand kann ich verstehen, weil letztendlich man hat so eine bessere Qualität. Aber letztendlich mit der Wii U gibt man sich Mühe. Die Auflösung sieht wesentlich besser aus. Also musst du dich mal anschauen, zum Beispiel Paper Mario, mein Let's Play dazu, was ja vor Mario Kart 7 gelaufen ist. Das war gegen Ende auf der Wii aufgenommen und man hat einen deutlichen Qualitätsunterschied zur Wii gemerkt. Also auf der Wii U ist das Ganze deutlich besser. Sieht auch relativ schön aus da. Daher lasst euch nicht abschrecken. Das war vielleicht noch ein paar Sätze mal zu dieser Strecke. Das ist ja Waluigi's Flip Arena von Nintendo DS. Da hat sie mich schon ziemlich abgefuckt. Hier fuckt sie mich auch etwas ab. Ich muss allerdings sagen, es heißt Waluigi's Pinball und aus irgendeinem Grund, das spoilere ich jetzt einfach mal, ist Waluigi nicht dabei. Er ist kein freischaltbarer, boah, der kam gerade noch rechtzeitig. Er ist kein freischaltbarer Charakter und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht warum. Weil Waluigi ist wirklich immer dabei, der wurde eigentlich nur für solche Partyspiele erschaffen, er hatte noch kein einziges Spiel, noch gar nichts. Und der hätte ich schon mal erwartet, dass der irgendwie mal zumindest hier standardgemäß vorkommt, aber nein. Man hat dafür sehr, sehr merkwürdige Charaktere erschaffen. Also Mario Kart 8 ist ja wieder dabei, das hat man schon gesehen, aber warum der hier nicht dabei war und da trotzdem noch die Strecke hat, weiß ich nicht. Bei diesen Pinbällen frage ich mich immer, wie man da ausweichen soll, weil das ist irgendwie so eine Sache. Ja, was soll ich denn machen? Alter, diese Pinballe sind scheiße. Wenn die so eine Wickel geflogen kommen, dass man überhaupt nichts machen kann. So, und es ist gut, dass es jetzt beendet ist, weil mein Akku blinkt und blinkt und blinkt und sagt, bitte steck mich ein. Und ja, ich steck ihn ein. Wenigstens kommt hier nicht die Meldung, die Batterieleiste ist leer. Füllen Sie es auf. Füllen Sie es auf. Füllen Sie es auf. Füllen Sie es auf. Ja! Füllen Sie es auf. Füllen Sie es auf. Also, da bin ich wirklich froh drum. So, es hat eigentlich keine Probleme hier mit geben. Jupp. Bananencup wäre damit gestartet, haben wir irgendwas freigeschaltet? Den Blattcup natürlich.
und 150 Münzen ein neues Kartteil ist verfügbar. Wenigstens sehen wir dann im nächsten Part, meine lieben Freunde. Wenn euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Bis zum nächsten Mal.